Dann machen wir noch mal den Mimikraum. In aller Ruhe. Und vielleicht mit Rage Potions. Shield Potions. Ja, ja. Einmal kurz den blauen Kristall anditschen. LP051. So, hier kurz abkürzen. Hier können wir ja mittlerweile einfach durchlaufen, haben wir gelernt. Okay. Ja. Überall sind Mimics. Und wir sind behindert. Und jetzt sind wir eingekesselt. Okay. Nee. Das war nicht gut. Diese Mimics sind definitiv sehr, sehr garstig. Ah ja. Und ja, ich würde eigentlich wirklich gerne dieses Rätsel da mit da unten noch gern lösen. Aber das kann noch warten. Jetzt erstmal wieder zu den Mimics. Diesmal etwas intelligenter hoffentlich vorgehen. Und nicht sofort fußtaub gemacht werden. So. Ja. So. Ja, wo ist der blöde? Da ist ein Dietrich schon mal. Wow. Jetzt bin ich wieder eingekesselt. Und da ist kein Dings, da ist ein Schlüsselloch. Load Game. Gut. Wenn ich richtig gesehen habe, müssen wir einen Schlüssel ins Loch stecken. Also in dem Fall den Dietrich wahrscheinlich, hoffentlich. Dann können wir uns sofort wieder raus teleportieren und wieder rein teleportieren. Und können uns dann ein bisschen anders bewegen, hoffentlich. Oder die Mimics einfach rauslocken. Jedenfalls eine davon. So. So. Genau, da brauchen wir einen Schlüssel. Passt du? Nein, du passt nicht. Jetzt sag mir bloß nicht, der Schlüssel ist in einer der Mimics. Wow. Nee, Wand ist schlecht. Wow. Wand ist sogar sehr schlecht. Nein. So. Das wegbolzen. Ja, Wand. Wieder Wand. Wieder an die Wand gedrängt. So. Eine stirbt hoffentlich jetzt bald mal. Na, noch geht's eigentlich. Ah, nein. Und wieder einer tot. Nein, das war nicht gut.
Ich versuch's noch mal. Also ja, immer gucken, dass ich von den Wänden wegbleibe oder nicht so lange an den Wänden stehe. Ja, sonst lasse ich mich einkesseln und das ist dann schlecht. Und ja, ich habe wirklich so das Gefühl, dass der Schlüssel in einer der Mimics drin ist. So. So. Und ich laufe voll in meine eigene Eisfalle. So. Ja, das geht noch. Hier einmal durch. Wieder an der Wand gestanden. Sie ist verletzt. Das ist aber nicht so schlimm. Hoffe ich mal. Na doch, sie ist langsamer geworden. Ah, das ist nicht so gut. Ah, nein. Da war schon wieder die Wand. Da war schon wieder die Wand. Ja. Trink du deinen letzten Heiltrank, während ich hier panisch wegrenne. Wow. Und mich wieder gegen eine Wand drängen lass, fast. Genau, geht ihr doch an die Wände. Wow, das war ein schöner Treffer. Das war aber auch ein schöner Treffer von euch. Ja. Out of Energy ist nicht so toll. Wow. Nein, 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 nein. Ah, schnell weg hier. Okay, erste ist weg. Erste ist weg. Und Tarion ist am Verhungern. Das heißt, solange ich mich nicht in eine Ecke drängen lasse, ist es jetzt einfacher. Und jetzt ist es erst recht einfach. So, das waren alle. Ein Heilpilz. Noch ein Heilpilz. So. Tarion, du kannst hier dir mein Ei genehmigen. Und uns mal Licht machen. Eine Shield Potion. Neckchain. Oh. Damit ist man nicht mehr überladen. Du hast aber schon Necklack. Ja, gut. Das heißt, wenn ich dir jetzt noch die Kiste und das alles geben würde. Ja, okay. Das ist dann übertrieben. Aber du kannst schon mal nicht mehr gehbehindert sein, wenn ich das so nennen darf. So. Hier haben wir eine Feuerbombe für dich. Noch ein Pfeil. Stein. Ein Heiltrank. Du hast deinen Heiltrank verbraucht, deswegen nimmst du den mal. Du bist jetzt überladen wegen zwei Steinen. So, da ist ein Schlüsselloch. Da sind Schuhe. Protection 1. Hat noch irgendjemand keine Schuhe an? Du hast Sandalen. Tausch die mal gegen die Schuhe. Eine Energy Potion. Noch ein Pfeil. Tattered Shirt brauchen wir nicht. Ich bräuchte jetzt eher den Schlüssel für den Ausgang. Weil das geht ja nicht, nein. Damit kann ich nur Truhen knacken. So, Wände absuchen nach Schaltern. Oder die Böden abgucken.
Hier ist nichts. Es sind auch keine Schalter. Da ist der Ornament-Key. So. Gut, dankeschön dafür. Also du kannst nicht mehr verhungern. So. Das heißt, hier ist auch alles jetzt erledigt. Mimik Teleport kann aus. Das heißt, jetzt geht es ab für uns in die Sewers. Nicht darum, sondern darum. Wir haben 14 Pfeile, das ist gut. So, hier zurück. Wie sieht es mit dem Level aus? Oh, das kann jetzt eine Weile dauern. So. Hier lang, hier hoch und gut ist das Ganze. Hier war das mit den Ratten. Hier ist die Schatzkammer, die wir noch nicht geöffnet bekommen. Dann heißt es jetzt wohl ab in die Sewers und dann auf den Hamlet. Und ja, der da oben ist noch nicht aktiv. Nutzen wir die Gelegenheit mal kurz ins Umschauen. Also ja, das da ist, klingt nach einem Todesraum. Da sind meine Murloc-ähnlichen Freunde drin. Hier scheint es in Richtung des Todesraums zu gehen. Und ja, der hier öffnet die Rattenlöcher und setzt Gift frei. Auch keine besonders tolle Auswahl. Ratten, Doppeltratten, wenn ich richtig sehe. Und eine Riesenkröte. Okay, was für ein Ort. Nein, Hilfe. Das ist auf jeden Fall der Kanal. So, ich warte jetzt. Ich guck mal kurz hier oben raus. Hier wird wahrscheinlich nichts respawned sein, was ich schnell mal töten kann für Fleisch. Oh, aber hier ist noch Seetang. Stimmt, hier kann ich ja auch noch lang gehen. Ja, geschickt. Hallo. So viel zum Sewer. Ich habe gerade den Landüberlandweg gefunden. Was hast du zu sagen? Für jede Kraft gibt es eine gegenüberliegende Kraft. Es gibt immer zwei Seiten von allem. Diese duale umfasst das ganze Universum. Okay. Ein Ei. Und hier ist ansonsten nichts. Okay. Gut, wir haben doch noch eine neue Stelle gefunden und wir haben verdammt viele Mana-Trankpflanzen, merke ich gerade. Also wir könnten uns hier noch weiter umschauen. Noch eine Mana-Trankpflanze. Okay, du kannst definitiv viel öfter zaubern. So, das hier noch aufdecken. Gut, wir könnten hier lang gehen oder da den Knopf versuchen. Aber ich bin jetzt erst einmal versucht, zurückzugehen und abzuspeichern. Gut, auf was man so alles findet. So. Okay, du bist voll. Dann speichern wir hier doch mal. LP 052. So. Und dann sehen wir uns gleich wieder.